Herzlich willkommen hier wieder zur fünften Folge vom Black Ops 2 Marathon. Wir sind jetzt hier in so einer schönen Lobby. Und ich bin Team auch wieder da, Mann. Ja, Ken ist auch wieder dabei. Und ich habe jetzt, wir haben ja vorhin so eine Klasse gemacht. Die kann man jetzt ja auch gleich mal testen. Die habe ich ihm übrigens empfohlen, die Waffe. Ich finde die, das ist so eine Anfangs-Shotgun. Und ich habe ehrlich gesagt vor Black Ops 2 noch nie mit so einer Shotgun-Schrotflinte da gespielt. Aber die fand ich irgendwie jetzt geil. Ich habe die, glaube ich, mal bei einem Freund gespielt. Der hatte so eine scheiß Klassen drin. Dachte ich erst, oh mein Gott, aber... Fuck, das leckt bei mir. Ich hab sie trotz, dass ich eine gute Ping habe. Ja, ich habe sie jetzt schon Level 13 oder so und ich finde die ganz geil. Was ich gleich mal, glaube ich, machen könnte, was von Vorteil wäre, TeamSpeak einmal ausmachen. Ist ein TeamSpeak an? Ja, ich habe noch TeamSpeak an. Okay. Wäre ganz cool. War doch gerade jemand, oder? So. Ich will mal Feinde sehen. Oh. Schießt du? Nein. Ja, deshalb. Wär gut. Bei der musst du anvisieren, ich sag dir das. Ach so. Ich visiere Black Ops nicht an, das ist gegen meine Natur in Black Ops. Ding machen. Geil ist das Ding, wenn du das hier, wie heißt das Ding, auf der Map spielst hier. Die mit dem Panzer da, scheiße. Lol. Okay, die kasse ich jetzt schon. Das Ding brauche ich. Ja, mit der spiele ich dann gleich ein bisschen, ne? Kannst du machen. Ich brauche eine Klasse, mit der ich mal ein bisschen... Der Tino. Der ist gerade in Dings angekommen. Wie heißt das Ding nochmal hier, worüber man Spiele kaufen kann? Steam, genau. Steam, ja. Heiko, also, wie heißt das Ding? Gib Gas, Mann. Da ist einer drin. Die habe ich gesehen! Bei einer S-Mine kann man sich hinlegen, aber bei den Dingern weiß ich das noch nicht. Ich hasse S-Minen. Sprich nicht über S-Minen, wenn ich dabei bin. Ich hasse die. Schieß da mal drauf auf die weißen Dinger, da ist Koks, ne? Schieß mal auf so ein Palette. Nee, auf so ein einzelnes Ding. Das ist Koks. Die Dinger da. Bist du? Ich glaube, das soll Koks sein. Da war gerade in seiner Gegenwart kein Wort sagen, was mit Alkohol oder Frauen zu tun hat. Boah, da war ich aber high. Kokosnuss. Ach so, scheiße. Kokosnuss-Splitter, weißt du, zum Essen wie Raffaello. Oder wo war einer? Nein. Der bringt dir nichts. Die auch nicht. Die auch nicht. Ein Schalldämpfer frei. Die auch nicht. Nein, 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 nein. Fick dich, fick dich. Ah, gut. Ich habe noch 16 Schuss, ist nicht gut. Verbündete Vorräte unterwegs. Und die fallen doch gleich hier ungünstig und hauen ab, oder? Orbitalsatellit erwartet Befehl. Orbitalsatellit? Blitzschlag. Blitzschlag erwartet Koordinaten. Ja, gleich, gleich. Deswegen habe ich Plünderer drin. Als Perk. Und deshalb nehme ich einfach neue Waffen auf. Oh, ich habe mir. Warte mal, ich habe in einigen Klassen Plünderer drin und noch einen so eine Scheiße. Der wusste, wo ich bin. Wo ihr Blitzschlag. Toll, der war jetzt schon weg. Darfst du nie in der Nähe von so einem Haus setzen. Hatte letztens hier eine Vitol-Einheit, die hat nicht einen Kill gemacht. Ich komme mit dem Ding an und gleich wurde es so ein Lappen vom Himmel. Oder zwei so eine Lappen, die standen dabei im keine Ahnung, mit dem scheiß Werfer. Oh. Nicht gut.
Zu viele. F. Zu viele. Ja, also ne, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, wir machen ja jetzt diesen Marathon. Und jetzt machen wir eigentlich fast alle Spielmodi in Black Ops 2 durch, wie es geht, oder ehrlich gesagt, solange wir Bock haben. Ja. Und ja, wir sind ja jetzt bei Team Deathmatch. Wir haben jetzt schon Stock und Stein, diese ganzen Party-Dinger durchgemacht. Ne? Party-Spiele sind hinter uns gebracht und ja. Jetzt kommen halt die wow. Normalen Dinger und dann... Das waren ein paar viele. Ja. Alter, stirb doch! Ich musste ja einmal getroffen, weil... Ich weiß. Wie, hast du mal... Der hatte doch dieses Nuketown-Emblem drin, ne? Wie kriegt man das? Indem man, glaube ich, Nuketown hat. Oder da irgendwas besonders drauf aber macht. Aber ich habe Nuketown. Ich habe auch Nuketown-Zombie. Komm, ich nehme mal die Waffe da. Mal gucken, was die kann. Die Scheiße. Also ich mag sie nicht. Ich lecke mal so ein ganz bisschen zurück, aber ich weiß nicht, wo das ja. Liegt. Siehst du? Das da, meine ich. Das nervt ein bisschen. Eine Dreischusswaffe? Lol. Alter, ich leck irgendwie. Das regt mich ein bisschen auf. Da drum gelegge hier. Bug, Buggy, Bug. Was hast du denn? Alter, ich war lastig. Alter, ich hab so rumgeleckt. Das geht doch gar nicht. Ich muss gleich erstmal alles beenden, was mit Internet irgendwie zu tun hat. Aber ich hab ja keine schlechte Ping. Ach, wetten, der Karl ist der Horst. Scheiß Ping-User, ey. Ah. Guck dir mal seine Ping an, das war ein Ping-User, sag ich dir. Ping-User! Muss ich übrigens von der Seite ins Mikro sprechen. Ah ja, okay. Yes. Da habe ich einen Schalldämpfer und ein bisschen EP und ja, wir sagen erstmal Tschüss. Und bis zum nächsten Mal.